Grüße und willkommen, Womoshis, hier bei einem neuen VR-Mod-Video. Das letzte Video ist schon ziemlich lange her, ist aber leider wetterbedingt. Bei der Hitze VR ist nicht ganz so geil. Auf jeden Fall zeige ich euch heute, wie ihr Far Cry in VR zocken könnt, denn es gibt jetzt eine VR-Mod. Wie ihr das Ganze installiert und worauf ihr achten müsst, zeige ich euch jetzt. Wie immer braucht ihr das Spiel, entweder bei Steam, ich weiß gar nicht, ob das bei UbiConnect gibt, oder bei GOG. Ich habe das bei GOG oder GOG. Ihr installiert das Spiel, startet es einmal. Wenn ihr das erste Mal startet, solltet ihr diese Option kriegen oder sollte das für euch aufploppen. Dort könnt ihr erstmal eure Sachen einstellen, wie ihr möchtet, Grafikoptionen, welche Auflösung, ist für die VR-Mod egal, aber halt welche Grafikdetails ihr wollt, ob ihr das auf komplett Maximum wollt oder niedrig. Hier steht jetzt Benutzer, da komme ich gleich noch drauf, warum das da steht, aber hier könnt ihr auch erstmal alles auf Hoch, Maximum stellen. Müsst ihr ausprobieren, rein theoretisch ist das Spiel so alt, da solltet ihr eigentlich keine Probleme haben, das auf maximalen Detail zu spielen. Drückt ihr auf OK, dann wird das Spiel einmal starten. Ihr könnt dann schon eure Tasten einstellen oder die restlichen Einstellungen machen, die ihr wollt, oder auch später in der VR-Mod, weil dort könnt ihr auch einfach ganz normal mit Maus das In-Game-Menü bedienen. Habt ihr das alles soweit fertig, braucht ihr natürlich die Mod. Die gibt es wieder auf der GitHub-Seite. Der gute Erfolger hat wieder zugeschlagen. Er hat ja auch die Crisis VR-Mod gemacht. Dementsprechend wisst ihr schon ungefähr, wie sich das steuern wird. Das ist wieder mit Maus und Tastatur, dass ihr den in Anführungsstrichen V-Mode emulierten Zeiger habt, dass er sich in einem bestimmten Umkreis bewegt und wenn ihr an den rankommt, könnt ihr dann euch oder dreht ihr euch dann. Diesen Wert kann man diesmal sogar verringern oder ganz ausstellen, dass ihr euch sofort dreht, sobald ihr die Maus bewegt. Das zeige ich euch auch noch, aber erstmal zur Mod. Ihr geht auf Releases. Geht nochmal da drauf. So. Da habt ihr jetzt Stand diesem Video ganz oben den Far Cry VR Development Build. Den könnt ihr euch schon benutzen, denn da habt ihr den Installer. Da müsst ihr nicht erst irgendwie entpacken, kopieren. Ihr ladet euch den Installer runter. Wenn ihr das habt, macht ihr Doppelklick. Next. Wählt dann euer Spieleverzeichnis aus. Far Cry. Okay. Klickt auf Install. Und das war's. Wenn ihr das jetzt spielen wollt, nicht auf Play oder Start auf Steam drücken oder bei GOG. Ihr müsst in das Spieleverzeichnis. Denn dort habt ihr jetzt die FarCryVR.bat. Und mit der müsst ihr dann immer das Spiel starten. Jetzt habt ihr soweit alles fertig, um Far Cry komplett in VR zu spielen. Da das Spiel schon ein bisschen älter ist, werdet ihr dasselbe Problem haben wie bei Crysis, dass die Draw Distance, also die Sichtweite der Objekte, wie Gräser, Bäume, Fässer, Kisten, NPCs, nicht sehr hoch ist. Dieser Schritt ist jetzt optional. Den müsst ihr nicht machen, den solltet ihr aber machen, um ein besseres visuelles Erlebnis in VR zu haben. Dafür müsst ihr die Datei dev.lua einmal eine Kopie erstellen. Das habe ich oben gemacht. Bug. Ich öffne die mal eben einmal. Dort habt ihr jetzt ganz viele Sachen mit drin. Das ist eigentlich der Developer-Modus zum Debuggen, wo ihr dann durch die Gegend fliegen könnt, wo sich die Entwickler die Sachen angeguckt haben, Gameplay-Mechaniken ausprobieren. Das braucht ihr aber nicht. Ihr löscht komplett alles aus dieser Datei raus. Stattdessen füge ich nur diese Zeilen hinzu. Kopiere ich alles in die Videobeschreibung unten drunter. 1:1 das reinkopieren. Abspeichern. Dann macht ihr einmal Rechtsklick auf die FarCryVR.bat bearbeiten und tut hinter FarCryExe ein Leerzeichen minus DevMode. Ganz wichtig. Auch diese Datei speichern. Seid ihr damit auch schon fertig. Die zweite Option, wenn euch der Mauszeiger stört oder der Bereich, in dem ihr die Maus bewegen müsst, bis sie euch dreht, zu hoch ist, könnt ihr das Ganze wie folgt machen. Ihr geht auf die System Config, scrollt ganz nach unten, fügt dann Folgendes ein. VR underline your underline dead zone underline angle
gleich, ups, gleich Gänsefüßchen, 0 Gänsefüßchen. 0 heißt, es ist komplett deaktiviert. Sobald ihr die Maus bewegt, dreht ihr euch auch. 1 ist der Bewegungskreis nur minimal. Also ein gutes Mittelding ist, denke ich, zwischen 15 und 20. Oder beziehungsweise zwischen 10 und 20. Da müsst ihr rumexperimentieren, was für euch am besten ist. Und ob ihr wirklich direkt den auf 0 setzt, damit das schön ist. Wenn ihr das Ganze gesetzt habt, könnt ihr das speichern oder solltet ihr das speichern. Wenn ihr dann nochmal wieder das in VR startet, wird diese Einstellung übernommen. Es wird aber diese Zeile wieder rausgelöscht. Möchtet ihr den Wert erhöhen, müsst ihr diese Zeile nochmal neu einfügen mit eurem neuen Wert, den ihr benutzen möchtet. Daran nur denken. Ich werde das jetzt nicht speichern, da der schon eingestellt ist bei mir. Ja, und dann könnt ihr das Ganze in VR starten. Dann auf die Far Cry VR Bud, um das Spiel zu starten. Und da sehen wir uns jetzt. Wenn das Ganze nicht zentriert sein soll, könnt ihr... Es gibt noch keine Taste. Also ich wüsste nicht, dass es eine Taste ist. Ich konnte es in der GitHub-Seite nicht finden. Könnt ihr aber auch ganz normal übers Steam VR Dashboard. Und ich denke auch mal, wenn ihr das auf der Quest spielt mit der Oculus Home-Taste, Menü-Taste, wie immer gedrückt halten, zentrieren. Ihr könnt, wie gesagt, hier jetzt in den Optionen noch die Sachen einstellen, die ihr sonst auch einstellen könnt, wie Steuerung und den ganzen Kram. Das machen wir jetzt nicht. Das ist bei mir schon alles eingestellt. Jetzt einfach mal direkt mitten in den Spielstand rein. Genau. Ganz wichtig, in der VR-Mod werden noch keine Videos unterstützt. Ihr habt kein Intro und ihr habt auch nicht die einzelnen Zwischensequenzen. Es sind aber auch nicht ganz viele Videos, die es da gibt, aber die wird es nicht in der VR-Mod geben oder die gibt es noch nicht. Des Weiteren, es funktioniert leider nicht der Zoom bei Snipern und Ferngläsern. Obendrauf kann es sein, dass das Wasser eventuell ab und zu mal flickert, so wie da hinten. Und Schwärme von Vögeln und Fischen werden auch nur auf einem Auge korrekt dargestellt. Genauso wie die Libelle ist nur auf einem Auge. Ich weiß nicht, ob die jetzt bei euch gerendert ist oder nicht. Die ist auf dem linken Auge gerendert und nicht auf dem rechten. Diese Sachen müsst ihr bedenken. Und dann wären wir jetzt hier im Fahrkreis. Siehst du genau die Vögel? Die sind jetzt nur im linken Auge. Ich guck mal die Brille hoch. Die sind da oben. Ja, also okay. In eurem Display sind sie gerendert. Das sieht halt ein bisschen weird aus, wenn das nicht, ja, auf beiden Augen gerendert ist. Wie ihr seht, ist das genau wie bei Far Cry. Es bewegt sich das Fadenkreuz. Sobald ich an einem bestimmten Punkt komme, dreht sich der Spielecharakter mit. Ich habe da so einen minimalen Spielraum, aber trotzdem noch zum gerade stillstehen zielen. Ansonsten dreht er sich. Ja, die Arme klippen ein bisschen raus. Das sieht man auch, wenn ich mich bewege. Geht das mit? Ich will noch einmal zentrieren. So, und jetzt die ganze Geschichte mit dem LOD. Warum wir das Ganze gemacht haben. Mit dem Dev-Modus und die BAT-Datei ändern. Wie ihr es jetzt seht, sieht das, sah das damals wahrscheinlich geil aus. Ich weiß echt nicht, ob das damals echt auf Distanz so kacke aussah. Wahrscheinlich schon. Ihr seht, und wie die Büsche aus dem Boden wachsen und... Oh. Ja, das sieht doch voll kacke aus. Voll kacke. Richtig kacke sieht das aus. Aber wenn wir jetzt auf F11 drücken... Tada! Haben wir dank der Einstellung im Dev-Modus die Draw-Distanz und das alles um einiges erhöht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr den Wert stellen könnt. Ich habe das mal, das ist jetzt auf 200. Ich habe das mal mit 800 getestet. Ihr habt immer noch das Aufploppen und die Geometrie, die sich anpasst. Ich glaube, an einem bestimmten Wert macht er einfach nichts mehr. Das ist scheinbar schon das Maximum, aber es ist sichtbar besser als die Vanilla-Variante. Ja, und dann könnt ihr jetzt ganz normal Far Cry spielen. Und jetzt sieht schon, aber für das alte Spiel sieht das eigentlich noch immer relativ schick aus. Ich weiß noch, wie ich damals komplett umgehauen war, wie geil das aussah. Und was mich immer noch, was mich heute noch beeindruckt, ist die Schattenwürfe oder beziehungsweise die Sonnenstrahlen durch die Bäume und die einzelnen Schattenwürfe, wie sich das auf dem Charakter
abbildet. Also da bin ich jetzt immer noch von begeistert. Ich stehe halt absolut auf dynamische Schatten, weil die so unheimlich viel zur Atmosphäre beitragen. So, und jetzt... Ja, jetzt greifen wir das Camp an. Zielen finde ich ein bisschen tricky, aber es geht. Auf jeden Fall könnte ich jetzt mit dem Fernglas die Gegner markieren, dass ich die auf der Minikarte sehe. Aber wie gesagt, ich kann das mal aufrufen, das Fernglas. Das habe ich gar nicht. Warum habe ich das nicht? Ich habe das auch auf B belegt, oder nicht? Ja, ist egal, habe ich nicht. Dann lassen wir es einfach. Wir rotzen jetzt einfach alles weg und gut ist. Keine Schilder mehr. Fuck. Darf nur nicht den Alarm auslösen. Ach, läuft doch eigentlich ganz gut. Da hab ich mir im ersten Test war es schlimmer. Wir haben es geschafft, um den Alarm auszulösen. Genau, es gab ja noch hier, auch hier Environmental Dingsbums. Hallo? Wer hat ja Hallo gesagt? Räuchert ihn aus. Nein, ich räuchere dich aus. Wo bist du, du Sack? Ist alles okay? Ich sollte auch treffen, ne? Wo ist er? Ja, wie gesagt, das Aufploppen ist, wie gesagt, immer noch da, aber im Vergleich zu vorher kein Unterschied. Wenn ihr das wirklich wieder in Kacke haben wollt, müsst ihr einfach wieder die Spieleinstellung aufrufen und das Benutzer definiert wieder auf die standardhöchste Einstellung schicken. Finger weg vom Alarm. Alter, wie viel hält denn der aus? War hier doch Panzerung, habe ich gerade aufgehoben. Gibt es, glaube ich, auch irgendwo noch eine Keycard, um in das Waffenarsenal zu kommen. Aber das lassen. Alter, wo kommen die ganzen. Oh. Ah. Irgendwie, warte mal. Ich glaube, ich habe bei den Schattenkacke gebaut. Lass mich immer mal kurz was checken. Nee, ich habe doch keine Scheiße gebaut. Das scheint auch wirklich der Schatten nur. Also, dass Schatten wirklich da sind, aber man sieht die nicht. Hier direkt auf dem Boden projiziert. Meint aber immer, das war so. Aber da kann ich mich auch täuschen. Das ist bestimmt. Wie alt ist das Spiel? 20, 30 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, so ungefähr. Siehst du das auch? Da sind nur Baked Shadows anscheinend. Du Dreckskau! Ja, und die deutsche Synchro ist natürlich wieder der absolute Oberknaller. Aber es sind Schatten da. Ja, das ist Far Cry in VR. Kontakt verloren. Und dafür, dass das so alt ist, also ganz ehrlich. Ja, es sieht immer noch gut aus und heutige native VR-Spiele, wie auch damals, wie ich das schon zu Crysis VR gesagt habe, sehen stellenweise weitaus schlechter aus. Und selbst wenn sie grafisch identisch sind, sind sie vom Inhalt meist nie so tief oder haben nie so viel Content wie jetzt zum Beispiel Far Cry, wo du auch, mach jetzt nicht die beste Story haben, aber es hat bestimmt auch seine 6, 8 Stunden
Gameplay und ein vollwertiger Shooter. Ja, Far Cry ist, glaube ich, auch öfters im Sale. Ich glaube, standardmäßig kostet das 10 Euro auf GOG oder Steam. Falls ihr es schon habt, könnt ihr es ausprobieren. Es wird auch sehr wahrscheinlich mit der CD-Version funktionieren. Müsst ihr ausprobieren. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, weil ich die CD-Version nicht mehr besitze. Aber denkt daran, dass ihr das dann auf die aktuellste Version patcht. Aber das Einfachste ist natürlich, die digitale Version von GOG oder Steam zu holen. Ja, probiert's aus. Wenn ihr es getestet habt, sagt mir, wie es euch gefällt. Und diese Copy-Paste-Bäume ist echt krass. Damals mit der Draw Distance, das war der Absus, das war eine Grafikreferenz. Jetzt ist das halt, sieht das aus halt wie jedes heutige aktuelle VR-Spiel. Das ist so hart traurig, wie grafisch VR-Spiele stellenweise heute abgebaut haben. Wenn du überlegst, Half-Life Alyx, wie das aussah, dann gibt es halt Ausnahmetitel wie Hubris, aber das ist spielerisch wirklich komplett, ja, Durchschnitt. Aber dann, ja, ich... Wenn das damals schon möglich war und heutige VR-Spiele so aussehen, da frage ich mich, was bei den Entwicklern los ist. Weil es gibt ja auch wirklich Non-VR-Spiele von Indie- oder Ein-Mann-Entwicklern, die absolut fantastisch aussehen. Das kann mir keiner sagen, dass das nicht möglich ist, das in VR zu bringen. Ganz ehrlich, ich drifte hier gerade voll ab. Testet die Mod aus. Es lohnt sich, es schockt. Es ist einfach zu installieren, es ist einfach zu bedienen. Die Grafikoptionen sind, wie gesagt, optional, wenn euch dazu kompliziert ist. Aber befolgt einfach 1:1 meine Anleitung und dann habt ihr das bessere Erlebnis. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!